Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch vor etwas längerem Mal auf meiner Instagram-Seite gefragt, ob ihr ein eigenes Video möchtet, nämlich ich euch zeige, wie ihr Rost von Maschinentischen entfernen könnt. Als Antwort habe ich ein ganz klares Ja bekommen und das ist jetzt der Grund, warum es ein Video gibt, in dem ich euch zeige, wie ihr den Rost von euren Maschinentischen entfernen könnt. Ich werde euch das Ganze heute anhand von meiner Tischkreissäge zeigen, denn die hat sehr, sehr viel Oberflächenrost hier oben auf dem Tisch. Und warum kam es eigentlich dazu? Viele, die eine Hobbywerkstatt haben, werden hier diesen Ofen kennen. Das ist nämlich ein Gasofen. Die sind relativ günstig, damit könnt ihr die Werkstatt ganz gut heizen, je nachdem, wie gut sie gedämmt ist und wie klein oder groß sie ist. Aber die haben einen ganz, ganz klaren Nachteil. Ihr verbrennt hier das Gas und mit dem Gas verbrennt ihr auch dann die Luft. Und so bekommt ihr einfach sehr, sehr viel Feuchtigkeit in die Luft von eurer Werkstatt. Diese Feuchtigkeit legt sich dann mit der Zeit, je nachdem wie lange ihr überhaupt in der Werkstatt seid, auf den Maschinentischen ab. Komischerweise ist das hier bei meiner Drechselbank, bei diesem Grauguss-Lack, also hier dieser Hammerschlag-Lack, ist das ganz, ganz extrem. Also das ist immer patschnass. Auch habe ich hier am Maschinentisch von meiner Hobelmaschine schon relativ viel Rost drauf. Das ist jetzt kein schlimmer Rost, aber der macht euch halt das ganze Werkstück immer dreckig. Auch hier auf meiner Tischkreissäge habe ich überall solche kleinen Rostflecken und die verhindern halt eben, dass das Holz gut über den Maschinentisch rutscht oder der Anschlag gut über den Maschinentisch rutscht. Außerdem habe ich in letzter Zeit relativ viel gedrechselt und auch habe ich Nassholz vorgedrechselt und da sind relativ viele Späne auch hier auf dem Maschinentisch gelandet und ich habe sie nicht schnell genug weggeräumt. Die haben dann auch so ein bisschen an dem Material, also am Tisch, genagt. Jedoch ist das alles kein Problem. Das hier ist ja noch ganz, ganz wenig Rost. Auch wenn eure Maschine mehr Rost hat, das ist jetzt auch gleich für die Leute ein Tipp, die sich vielleicht eine gebrauchte Hobelmaschine oder Kreissäge kaufen, das ist alles kein Problem. Den könnt ihr, je nachdem, wenn es nur Oberflächenrost ist, wieder wegschleifen. Früher habe ich dafür meinen Exzenderschleifer benutzt. Hier dieser einfache Schwabbel. Damit habe ich früher den Tisch von meiner Hobelmaschine mal abgeschnitten. Den werden wir heute aber nicht benutzen, weil der ein bisschen zu lange braucht. Heute werde ich jedoch dieses Teil hier benutzen, diesen Bosch Extenderschleifer. Ich baue jetzt als erstes mal das Kreissägeblatt ein, weil ich das nicht ganz im Tisch versenkt bekomme. Das ist aber maschinenabhängig. Das geht bei der Maschine einfach nicht. Und deswegen baue ich es einfach schon aus, damit ich den Freiraum nach oben habe. Auch den Anschlag werde ich jetzt erstmal runterholen, weil den müssen wir auch ein bisschen schleifen. Der geht ja schon so gut wie gar nicht mehr ab hier, ne? Jetzt werde ich erstmal das richtige Schleifpapier hier auf die Maschine packen. Ich denke, ich werde mit 240er mal an. Ah, ich werde mit 320er besser anfangen. Ich werde jetzt immer mal wieder so ein paar Stellen füllen, wo hier solche Rostflacken drauf sind. Und die können wir jetzt ganz einfach wegschleifen. Und ihr seht auch gleich, dass der komplette Tisch ein gutes Stück heller wird. Ich habe den Tisch jetzt doch mit 180er Schleifpapier geschliffen. Da ist auch einiges an Schleifstaub auf dem Maschinentisch und einiges im Luftfilter. Das werden wir aber gleich später mal schauen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Anschlag. Das ist im Prinzip hier nur dieses T-Stück, darin läuft das Ganze auch. Und das hier verhindert derzeit so ein bisschen, dass das gut läuft. Dann ist sehr viel Dreck drunter und das werde ich jetzt auch mit 180er Schleifpapier wegschleifen. Fühlt sich schon besser an. Jetzt drehen wir den Anschlag gleich rum und das hier schleifen wir nämlich auch noch. Daran schiebt man immer das ganze Holz vorbei und das läuft auch schon gar nicht mehr gut. Und man sieht auch hier, das ist so ein kleiner Funfact, da sieht man schon ein paar Mal, wo der Vorbesitzer oder die Vorbesitzer den Anschlag ins laufende Kreissägeblatt reingeschmissen haben. Deswegen haben wir hier diese schönen Kurven drin. Das ist schon ein gutes Stück besser. Jetzt seht ihr auch schon, wie viel Schleifstaub sich da bildet. Und jetzt kommen wir zu einem definitiven Geheimtipp, wenn es Maschinenpflege angeht.
Und zwar ist das Silbergleit, das ist ein richtig geiles Zeug. Das ist ein Trockengleitmittel für eure Maschinen. Und damit könnt ihr auch einfach so die Maschinentische so ein bisschen schützen, indem ihr das von Zeit zu Zeit mal aufträgt. Tragt davon immer ganz wenig auf eure Maschinentisch auf und dann flutscht es auch einfach besser. Ja, Silbergleit, so wie es auch heißt. Nur das Besondere hier an diesem Zeug ist halt einfach, dass das euer Holz nicht verfärbt. Wenn ihr natürlich zu viel auf den Tisch macht, dann bleibt es im Holz kleben. Aber wenn ihr das dünn aufträgt und den Überschuss einfach abnimmt, rutscht das Holz gut über die Oberfläche und sollte dann auch nicht mehr so schnell rosten. Ich habe es nämlich schon eine Ewigkeit nicht mehr aufgetragen. Ich benutze das Zeug auch übrigens immer extrem an meiner Drechselbank, wenn ich Nassholzrohlinge vordrechsel. Jetzt hole ich mir erstmal eine Ladung Silbergleit und damit werde ich jetzt auch versuchen, die Schleifreste abzunehmen. Das ist einfach so ein bisschen wie so eine Flüssigkeit im Endeffekt. Da hole ich mir jetzt noch ein bisschen, denn das bindet so ein bisschen den Schleifstaub und so bleibt er dann am Papier hängen. Da seht ihr nämlich das ganze Zeug schon. Jetzt hole ich mir nämlich nochmal frisches, nicht so viel, und trage das wieder auf. Und jetzt soll da halt nicht mehr so viel Schleifschlick am Papier hängen. Das fühlt sich schon auf jeden Fall besser an als vorher. Und das können wir jetzt noch am Maschinentisch machen. Hier seht ihr jetzt auch nochmal, wie viel Material wir abgenommen haben. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht, wenn man den Anschlag nochmal drauf macht. Oh, das ist schon ein ganz klarer Unterschied. Absolut. Schauen wir jetzt mal, ob man einen Unterschied erkennt, wenn man die Säge benutzt. Aber da wird man jetzt schon einen Unterschied erkennen. Natürlich kann ich euch jetzt nur aus Erfahrung sagen, dass das Holz jetzt wieder leichter über die Maschine rutscht. Hier vorne diese ganzen Rostplacken sind jetzt auch nicht mehr da und sowas macht die Maschine auch gefährlich, wenn der Maschinentisch verrostet ist, denn dann müsst ihr einfach viel mehr Kraft aufwenden, um das Holz durch die Säge zu bekommen. Das ist mir bei ein paar Stücken auch echt aufgefallen. Und wenn das bei euch der Fall ist, würde ich euch diesen Tipp echt mal empfehlen. Wenn ihr kein Silbergleit habt und möchtet es trotzdem mal ausprobieren, könnt ihr den Tisch auch runterschleifen und als Beispiel einfach Silikonspray benutzen. Das Gute an Silikonspray ist nämlich, dass das auch keine Verfärbung im Holz hinterlässt. Es ist aber nichts Dauerhaftes. Silikonspray, das verfliegt mit der Zeit. Könnt ihr aber mal benutzen, dann werdet ihr auch schon einen deutlichen Unterschied erkennen. Aber eigentlich sollten alle, die irgendwie mit Maschinen arbeiten, Silbergleit haben. Denn damit könnt ihr halt einfach so ein bisschen eure Maschinen pflegen und es auch besser machen in der Benutzung. Als Beispiel nur mal eine Tauchkreissäge, die ihr immer über eine Führungsbahn schiebt, da könntet ihr es auch schon benutzen. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Mein kleines Video, ihr wolltet es, ich habe es euch gezeigt, wie ich es mache. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr mal euren Rost von den Maschinen runterbekommen habt. Das würde ich gerne mal wissen. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Und dann sage ich jetzt einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao. Thank you.